Hallo Leute, also ich habe jetzt letztens, also gestern eine Kleinigkeit aufgenommen, ein neues Xbox-Gameplay. Und ja, da bin ich gerade am Rendern und möchte ich das vielleicht heute bis morgen irgendwann hochladen. Und folgendes, ich habe das eben mal aufgenommen und dann ist mir aufgefallen, dass Audio-Video an bestimmten Stellen wieder nicht synchron sind. Gut. Dann habe ich mich nach der Aufnahme, also ich versuche das jetzt noch möglichst synchron zu schneiden, habe ich mich hingesetzt und habe mich mit den Einstellungen gespielt und habe jetzt, denke ich, so mehr oder weniger die bestmöglichen Einstellungen gefunden, wo erstens mal die Qualität des Videos besser sein sollte, es besser zu rendern geht und außerdem noch Audio und Video synchron sein sollten. Falls ihr die Einstellungen wissen wollt für die HDP Fire 2, dann kann ich euch die gerne in einem Video zeigen. Gut, das war's. Ciao, Leute.